So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton sollte da sein. Ich habe hier gerade den Risikohinweis nochmal auf und dann schauen wir auch gleich zum DAX. Und da habe ich gestern um 15:40 Uhr geschrieben, dass er eben Mühe hat, die 10.000 Punktemarke zu überschreiten und es wird auf dem Rücklauf bis 9.900 Punkten spekuliert. Und hier dann das Chartbild. So, ich mache jetzt hier das. Beende ich den Desktop und hier habe ich den Chartbild. Oh, das Chartbild geöffnet. Wenn man hier, ich analysiere sehr oft natürlich den Xetra DAX. Aber dieses Setup war jetzt hier in der Indikation, es ist dann exakt abgearbeitet worden, die 9.900 Punkte-Marke wurde getroffen und jetzt im vorbörslichen Handel mal wieder exakt eine Marke wieder getroffen, ja, im Hoch. Also die Marke steht ja hier seit, ja, 1. Juli fest. Hier gab es den Ausbruch nicht, der Ausbruch fand dann eben erst diese Woche statt und wie man eben hier sieht, zuerst dann der, ja, ist eine Tageswiderstandslinie ist eben abgeprallt und jetzt kam er an den nächsten Widerstand eben hin. Also hier ist erstmal abgeprallt, die Unterstützung hat wieder gezählt. Wie gesagt, die ganzen Linien sind relativ alt und haben dann trotzdem ihre Wirkung gezeigt. Also hier ist im Prinzip jetzt mein Kursziel von Anfang der Woche komplett abgearbeitet worden. Gab es eben keinen größeren Rücklauf und eben fertig mit dem Setup. Leider hat es eben hier beim US-Dollar, japanischen Yen mit dem Kauflimit nicht funktioniert. Ja, da gab es nur eine extrem hohe Konsolidierung auf hohem Niveau und ist dann eben auch heute, ja, Vormittag ab. Ich schaue mal kurz. Ja, im Prinzip ist der erst ab 6, 7 Uhr ist das Währungspaar direkt nach oben dann gelaufen. Mit dem Nikkei und dem Hang Seng im Rücken ist natürlich hier auch der Hang Seng über die Marke wieder gestiegen. Hier war das Kauflimit, Teilverkauf hier, der Rest ist noch drin. Hier ist eben auch sehr schön, dass ich eben eher in den Korrekturen einkaufe, anstatt die Ausbrüche, weil wenn man jetzt hier erst gekauft hat oder hätte, dann liegt man zwar jetzt im Plus, aber der Stopp müsste hier trotzdem hier unten platziert sein oder ja, klar, man kann jetzt auch an das Kerzenende der letzten größeren Kerze legen. Also wäre hier aber der Stopp, wäre hier trotzdem Risiko von rund 400 Punkten drinnen und hier bei der unteren Einstieg kann man hier den Stopp sogar fast auf Einstand nachziehen. Der Nikkei, da schalte ich auch mal kurz in die Indikation, was der dann heute gemacht hat. Hier hat der Guidance ein bisschen Probleme mit dem Update, mit dem Tagesupdate. Nicht JFD, da ist da eher eine andere Indikation besser geeignet. Ja, hier war ein Kauf Setup bei 16.050 Punkten und nur ein Kursziel erstmal von 16.600 genannt. Das wurde hier ja direkt an den Vortagen erreicht. Heute knappert er auch wieder an der Marke. Und jetzt schalte ich mal wieder um, weil das dort natürlich besser ist, wenn man hier die Linie hier nimmt, die Abwärtstrendlinie und die Aufwärtstrendlinie, dann kann hier der Index noch bis 16.700 Punkte etwa ansteigen, jetzt direkt in der Woche, bevor er hier auf einen massiven Widerstand trifft erstmal. Was heute natürlich noch ansteht, ist um 13 Uhr der Zinsentscheid in England. Da dürfte es sehr volatil werden. Und dann kommen wir auch zu dem Euro-Pfund-Setup. Hier wäre es möglich gewesen, dass das Währungspaar direkt hier runterfällt. Der Alternativplan war nochmal ein Anstieg, der dann hier
in Kraft trat. Und jetzt muss man eben sehen, wie gesagt, das ist jetzt hier unten eher der Kaufbereich zum Einstieg, was natürlich jetzt kurz vor, kurz nach 13 Uhr dann passiert, ist natürlich sehr gefährlich. Wenn man hier jetzt investiert ist, kann in beiden Richtungen gehen, in meinen Augen. Charttechnisch bleibt aber der Bereich hier unten wichtig. Was eben nicht funktioniert hat gestern, war hier im Brent. In der Ölsorte Brent. Hier ist er nach den Zahlen eben kurz nach oben geschossen, aber im Endeffekt war dann die Bewegung nach unten. Die wichtige Tagesunterstützung hielt wieder exakt. Und hier setzt er jetzt eine Erholung an. Im Prinzip mit der starken US-Futures im Rücken und im DAX sollte es hier eigentlich auch eher jetzt wieder nach oben gehen. Aber man darf diese Marke hier unten eben, sollte man definitiv beachten. Sonst hier noch das australische Dollar, kanadische Dollar. Hat hier auch die Widerstandsmarke gewirkt und wurde ja hier mit einer Konsolidierung, sollte man sich da anfreunden. Und hier, ja, hätte er im Prinzip schon noch ein Stück Platz nach unten. Die RWE-Aktie war gestern auch noch mal einer der Tagesgewinner. Hier ist auch noch Platz, ja, bis etwa 17 Euro. Und die Merck, ja, wer die letzten Videos gehört hat, das ist hier ein Wochensetup, also ein Schlusskurs über 93,20 wäre hier das Kaufsignal dann Richtung, ja, theoretisch 110, aber da muss man eben dann auch den Stopp danach ziehen. Noch zum Schluss noch die BMW-Aktie, die dürfte natürlich heute auch wieder anziehen. Hat jetzt ja hier etwa die Bewegungen, schauen wir mal das im Tageschart an, ja, die Bewegung hier. Natürlich ab diesem Zeitpunkt nach oben ein Rücksetzer, der lief jetzt wieder mal ein Stück höher. Rücksetzer dürfte hier auch so passen. Das war's jetzt erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann mit Setups oder Szenarien später wieder. Danke und allen noch einen erfolgreichen Handelstag.